Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu NHL 20, zu der Saison mit den Hellriders aus Österreich. Und noch einen Sieg gegen die Dallas Stars im letzten Spiel versuchen wir heute auch wieder einen Sieg davonzutragen. Nur davor möchte ich gerade hier auch mein Let's Play umstellen, wie bei die anderen natürlich auch, weil ich ja gesagt habe, ich mache ungefähr überall das Gleiche, dass ich den gleichen Schwierigkeitsgrad habe. Und hier haben wir auf den Schwierigkeitsgrad 4 zurück. Bei mir ist ja bei Mannheim aufgefallen, dass ich ja auf Pro spiele und nicht auf Halbprofi und ich mich schon geärgert habe, dass ich so scheiße spiele. Deswegen versuchen wir jetzt das hier genauso zurückgestellt können wir ja immer. Na gut, wir simulieren bis nach vorne. Oh, Spielergespräch steht an. Versuchen dann gerade schon mehr Eiszeit zu geben. Das heißt, wir gehen jetzt zuerst nur in die Reihenbearbeitung rein, dass der Gaucho einfach ein bisschen mehr Eiszeit kriegt. Und zwar haben wir Gaucho in die erste Reihe. McKinnon bleibt da, der Brandy wechselt mit dem Rock. Oh, das ist ganz schlecht. Der Raffi müssen wir auf 2 machen. Dann haben wir hier den Orza. Jetzt probieren wir mal einen Cahun. Nein. Dann hätten wir nur Nuller. Okay. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. 79er, 79er. Ja, lass mal dabei einmal so. Dann starten wir hier mal los. Wir spielen nämlich auswärts. Ah, dann mal simulieren. Wir sind zu Gast bei die Wilds, bei die Wild im Minnesota, also Minnesota Wild. Dann schauen wir, dass wir hier einen Sieg auf Pro schaffen. Ich hoffe es halt einmal. Wen haben wir im Tor? Wen haben wir im Tor? Unser Maxi ist im Tor. Okay, der Maxi ist im Tor. Holzer ist am Bulli. Oh, Maxi. Hat ein erfolgreich Hockwerk. Gaucho. Wir werden mit Gaucho jetzt hier ein bisschen Eiszeit spielen. Aber er schafft es zwar nicht. Leider, leider. Der Krise, unser Last-Minute-Spieler. Also, der Badora ist unser Top-Storger, gell? Nur falls er es nicht erwähnt haben sollte. Hier ist er schon, der Badora. Und der Maxi Funken. Und Kreuzin in der Hand. Komm, red mal von Badora, schon wird mein Pro-Uzak.
So, Raffi. Verliert, na, holt sie das Bulli. Oh, Angel und Max Hodden. Auf Badora. Unser Topsager. Ich verliere ihn. Brandit, unser Norweger. Oh, McGinn auf Badora. Zurück auf Brandy, unser Norweger. Unser Norweger. Gucke. Auf Steini. Das dynamische Duo hier auf dem Eis. Und der Max Hoden. Man ist schon ein bisschen aggressiver, die Spür Pro. Aber ich glaube, ich habe so jetzt die gute Mischung. So, McGinn. McGinn. Ah, schafft's nicht. Und der Mac. Oh, super gemacht. Super gemacht für unsere Jungs. Brandy. Oh, Alex. Oh, Minnesota schießt das Heimtor. Aber hat lang gebraucht. Aber hat lang gebraucht. Aber das heißt ja noch nichts. Das heißt ja noch nichts. Der Max ist ja schon bewiesen. Zwickt man auf, gibt es Haue. Oh, das ist jetzt schwierig. Jetzt hat 2 zu 0 im ersten Drittel schon. Jetzt hast du Konzentration. Adora. Erstes Drittel ist um. Aber die Mischung passt, weil Minnesota einfach gut zugreift. Sie machen es uns schwierig. Rock. Schafft es auch nicht. Rock. Er hat da seinen Helm verloren. Ah! Ey, Minnesota Stockschlag ausgeführt hat. So, Wolf. Wolf. Auf Raffi. Ah, steht Minnesota dann dazwischen. Unser Scharfschütze. Ah, auch nicht. Ah, wo. Raffi.
Auf Rock. So, jetzt hat. Am Tor vorbei. Ah, Brandy. Wir lungern vor dem Tor miteinander und kriegen die Scheibe aber nicht rein. Und Minnesota ist nur zu viert. Sie sind nur zu viert, Jungs. Jawohl! Da muss ein Badora her, dass wir ein Tor da schießen. Unser Topstalker schießt das Tor für die Hellriders. Und somit haben wir nur mehr einen 1 zu 0 Unterschied. Akku sieht der Minnesotinger schon ärgern. Ich muss jetzt halt hier den Gruß auszuschicken an die ganzen Minnesota-Fans, die was mir zuschauen. Ich hoffe, ich gefällt mein Let's Play. Ich versuche zwar immer da drüber zu denken, wenn ich das Let's Play starte, aber manchmal gelingt es mir halt nicht. Ich versuche mich zu bessern, dass ich das immer jetzt am Anfang des Let's Plays mache. Ja, Badora. Badora. Fuck. Auf Steini. Okay. So. Ballen will. Das heißt, wir müssen nur zwei Tore schießen in dem Drittel und im nächsten Drittel müssen wir nur schauen, dass wir da zwei Tore da schießen. Badora. Verlieren. Auf Wolf. Wolf Horden auf Kahun. Kahun wird austackelt. Dust. Badora startet los. Wird auscheckt. Wolf auf Bado. 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 Ah, das ist das. Da kriegst du einen Rempler und dann verlierst du die Scheibe. Und somit werden wir die Spiel schätzungsweise verlieren. Also heißt es, ich muss hier einen anderen Schwierigkeitsgrad wählen. Dadurch, dass hier die Mannschaft ein bisschen anders ist, durch die selbst zusammengestellten Charakteren, so wollte ich sagen. Heute am Sonntag ist das Sprechen schwer. Also stimmen wir auf 3 zurück. Okay. Wenn es nicht auf 4 geht, dann geht es auf 3. Schauen wir mal, was da jetzt der Unterschied ist. Drei Tore müssten eigentlich jetzt drin sein. Over the line they come. Cut not loose after that hit.
Hutze. Rock hat das Tor gemacht. Sechzehntes Tor in dieser Saison. Am Goalie vorbei. Jetzt haben wir nur zwei Tore Unterschied. Ah, der Winkel war zu steil. McGinnen. Auf Raffi. Raffi spielt aus. Ah, immer nicht. Er nutzt die Lücken. Ah, Minnesota unten wieder. Jetzt gehe ich aber nicht mehr hoch. Jawohl. Und schon können wir wieder ein bisschen lachen da. Durch unseren Babelwil. McKinnon am Tor. Ah, am Pulli. Auf Tast. Tast auf Padora. Unser Topstorger. Einen leichten Rempler und der liegt schon. Ich weiß nicht, was da. Oh. Oh wei. Unser Topstalker ist ausgefallen. Rock. Ah, schafft's nicht. Wir wissen nicht, was mit Bardo ist. Und hiermit ist die Antwort für das, dass unseren Badora ausgeschalten haben. Jetzt sind wir noch ein Tor zurück. Wir müssen schauen, dass wir in die Overtime kommen. 2 Minuten noch, meine lieben Sportsfreunde. Wir müssen schauen, dass wir in die Overtime kommen. Ah, wir wieder in die verkehrte Richtung. Heute läuft es nicht. Heute läuft es einfach nicht bei mir. So, Raffi, auf Brandy, Gastor leer. McGinn, mach's doch. Ich sag nichts dazu. Warum sind dann alle da oben? Wie kann man das ausstellen, dass der Goalie rauskommt?
Der Scheiß, ich hau den, mein Scheiß Co-Coach so an in die Fresse, weil er die, bei so einem Unterschied an Goalie außer da, das kriegt mir auf. Bei so einem Unterschied an Goalie außer zum da. Das ist ja unglaublich. Aber der Spielstand so gesehen passt. Ein Gespräch ist okay. Dann müssen wir mal in die Einstellungen schauen. Immer mal in die Einstellungen schauen. Wer das da mit den Goalies? Wird es da mit den Goalies? Wir haben dann die Bulli-Schwierigkeit, auf Bulli-Schwierigkeit auf 60. Dann haben wir die Bulli-Schwierigkeit wieder auf Original 50 zurück. Kampfschwierigkeit 30. Was? Okay. Körper und Bein, Checking. Stürzen und Strauchen du jetzt auf 20 hoch, aber das regt mich nämlich auf, das kurze U tippen und nachher da Kalibrierung. Audi-Version, was ist jetzt das wieder? Ah, okay, das ist das. Kamera-Option und das. Goalie-Server austauschen. Ich will den Goalie-Server austauschen. Wo muss ich da rein? Ich will, das ist, das alles mitkriegst, was ich da mache. Torhüter, da haben wir mal Torhüter, 25, dann. Individuell. Okay. Müssen wir da unter die Regeln rein. Automatische. Aus. Hier liegt fest, ob der Kogel den Torhüter des Teams kümmert. Schaltest du die Option aus, musst du die Benutzerdeuter manuell, also okay, na, manuell rotieren, Free Agents verpflichten. Ich finde das nicht. Ist wurscht. Ist wurscht. Na gut, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen Spaß gehabt hier beim Zuschauen. Man konnte nicht immer gewinnen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Bei Lust und Laune hat, kann ich gerne abonnieren und die Glocken aktivieren. So, dass er nichts mehr Neues von mir versäumt. Und dann wünsche ich Ihnen bis zum nächsten Spieltag nur einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem,
Wenn dass du dir hier dieses Video schaust, vergiss meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich wie du da draußen hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann doch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, meine lieben Sportsfreunde und drinnen, bleibt mir gewogen und vor allem, was viel, viel wichtiger ist, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus.